trainiert. 53 Kämpfe, 39 Siege. Bei Oakwood 49%. Von Mila 77% bei 13 Kämpfen und 13 Siegen natürlich und 10 vorzeitigen. Aber bei dem einen, dann soll der Stern eben aufgehen und der Bakhtov, der wird es noch so lange machen. Solange er da einigermaßen gutes Geld verdient und sich da gut durchlagieren kann. Und mal ganz ehrlich, für viele Junge wird er noch ein Riesenproblem sein. Und gute kurze Haken, da muss er aufpassen, der Peter Midasch. 2018 war ja ein Zuckerjahr für ihn. 3 Kämpfe, 3 Siege gegen international durchaus gestandene Boxer wie Kevin Johnson, Francesco Pianeta oder auch Mirko Tintor aus Bosnien-Herzegowina. Und dabei gewann ihm ja gegen Johnson aus Weltklasse-Leuten wie beispielsweise Vitali Klitschko, Tyson Fury, Derek Chisora, Manuel Chang, Kubra Tulev und. Nicht gelungen ist, er schlug den Kevin Johnson in Runde 8 vorzeitig. Alleine Superstar Anthony Joshua war das davor verkönnt gewesen. Ja, die kroatischen Fans, die sind ja gut drauf. Und schon mal die Gesänge angestimmt. Ist ein schneller Boxer. Mit guter Übersicht, der Peter Milas. Und kann er auch. Und für einen Schwergewichter noch blutjung. Warum jetzt die EBU diesen EU-Kampf hier nicht sanktioniert hat, das steht wohl in den Sternen, weil der Sergej Verweko wäre mit Sicherheit kein besserer Gegner gewesen als der Bakhtov. Gute Aktion hier von Milas. Ganz schnell die Linke ausgepackt nochmal. Aber ich denke mal, dem Milas ist es auch egal, ob er jetzt so einen kleinen Europameistergürtel innehat oder gar keinen. Er will ja natürlich, wenn dann die Europameisterschaft boxen und wenn dann um die Weltmeisterschaft, der Rest interessiert eigentlich relativ wenig. Wirkt er sehr souverän bei allem, was er macht, Milas. Gute Beinarbeit. Gute Deckung. Und guter Gegner mit Bakhtov. Jürgen Bremer. Markus Aslan. Jan. Exzellenter Boxkenner. Jürgen Bremer war ja nicht allzu viel zu erzählen. Nach wie vor vielleicht der stärkste Boxer in Deutschland. So, nochmal eins. Einmal hingespuckt und dann geht's weiter. Runde 2. Zehn Runden ist das Ganze hier angesetzt. Bin mal gespannt, ob es noch so lange geht. Zweimal schön abgeblockt und dann weggetaucht. Hat schon einige Schläge mit der Nase gestoppt, der Bakhtov, wenn man da so hoch schaut. Schon mehrfach gebrochen. Na ja, holt schon tief Luft.
Aber so ganz aus dem harten Training da gekommen ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Der Darth Vader des russischen Boxens, wie er sich nennt. Seit 20 Jahren Profi, 1999, hat er seinen ersten Kampf als Berufsboxer gemacht. Der Dennis Bakhtov. Erstaunlich und beachtlich, wie er sich gehalten hat. Ja, bei diesem Miller sieht alles so einfach, so lässig aus. Ja, knapp vorbei. Hätte gefährlich werden können, unter die Rechte drin. Bei Bakhtov. Ja, da ist schon ganz schön Schmackes hinten dran. Gutes Auge da für sein Alter, der Bakhtov. Stop! No holding. Box. Naja, da ist halt zu langsam. Da ist der Mila schon lange weg, wenn er da angeflogen kommt. Also mal zwei gemütliche Runden der Geschäftsführer der Turbo 701 TV Deutschland GmbH und der Seven Sports GmbH. Herzlich willkommen, Jaco Karajcic. Schöne Rechte. Da machen andere schon mal einen Abflug, da bleibt er einfach stehen, der Bakhtov. Schwätzchen so am Rande des Kampfes zwischen den beiden. Seconds out. Runde 3, Round 3. Bucks! Also wenn er angreift, der Bakhtov, dann geht es meistens daneben, weil der Milas zu schnell ist. Und der Milas, dem fehlt noch ein bisschen Genauigkeit bei seinen Angriffsaktionen. Aber das kommt noch. Für Innenbahn durchgekommen ist, wissen wir auch, warum der Bakhtov so eine Nase hat. Macht er gut, der Milas, zieht dich jedes Mal durch. Ich denke auch mal locker, dann ist er wieder mehr. Dampf dahinter. Und jetzt hat er klare Treffer da zum Kopf von Bakhtov gelandet. Einfach die Distanz nicht, der bleibt stehen und semmelt der einen nach dem anderen an Milas vorbei. Der erhöht das Tempo. Der will jetzt mal den Fans was zeigen und will auch nicht unbedingt, dass wir die volle Distanz gehen. Schön die Linke.
ganz trocken vorbereitet, dann mit der rechten da abgeschlossen, setzt die rechten rein. Nein, der spitzt schon ganz schön, der Baktov. Also auf 10 Runden hat er sich nicht vorbereitet, da bin ich mir ziemlich sicher. Kombination zum Abschluss der Runde von Peter Milasch. Hier zu sehen, ganz schnell, wie er da immer wieder zum Erfolg kommt. Wieder da hier, rechts, da links, links und rechts und nochmal links. Ja, wie lange hält so ein Kopf weiter aus? Das ist halt die große Frage. Wenn man da einen um den anderen fängt, und das wird jetzt immer häufiger. Na, da sitzt er relax in seiner Ecke. Denkt sich da sein Teil, die kaputt war. Second out. Mann, gilt es auch. Wieder die Schimmelchnerin. Da könnte ich sehen lassen, die Mädels. Ja, ein bisschen viel Vaseline im Gesicht. Bei Baktov 2001 WBC International Champion gegen Alexander Vasiljev. Nach dem Titel viele meiner verteidigt, unter anderem gegen Matthew Ellis, Baldwin Longwane oder auch Keith Long. 2004 dann in der Big Box in Kempten war der Titel Futsch gegen Sinan Samil Sam verloren. Und danach Sieg über Nuri Seferi. 2007 Niederlage gegen Juan Carlos Gomez. In der 2009 und 2010 die beiden denkwürdigen Siege über Steffen Kretschmann, der von seinem Umfeld mit Gewalt zu internationaler Klasse gepusht werden sollte, was gründlich schief geht. Tat mir leid, damals der Steffen Kretschmann, aber da hat Baktov mal gezeigt, ganz einfach ist mir halt nicht umzuspringen. Also treffen tut er schwer. Ja, einfach zu viel durch die Luft. Und wenn du mal im Vormarsch mal stand ist, dann ist der Milasch da auf den Beinen so schnell, dass er alles vermeidet, was er geflogen kommt. Vierte Runde. Das wird noch eine lange Fahrt werden für Baktov. Ja, aber auch die rechte war drin. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt danach setze, da bleibe ich mal lieber stehen. Tief Luft geholt, der Baktov. Und Barabas dazwischen.
Ende dieser Runde. 6 Runden kommen noch. Wird dabei Bakhtov erstmal die Hose gerichtet. Ja, schon zu sehen, diese Schwilasch. Die Nummer 2 übrigens der kroatischen Box-Rec-Rangliste. Nummer 1 Filip Rogovic. Die große Nachwuchshoffnung im Schwergewicht. 2016 in Rio die Bronzemedaille. Super Schwergewicht. Niederlage im Halbfinale gegen den späteren Olympiasieger aus Frankreich, Tony Yoka. Der besiegt im Finale den Briten Joe Joyce. Nummer 2 dann Peter Milas und Nummer 3 ist auch noch mal so ein Haut drauf da, der viel erreichen kann. Akron Smakici, Musterschüler aus dem Hamburger LC Box Promotion Stall von Aaron Cern. 14 Kämpfe, 14 Siege, 12 mal vorzeitig. Und da hat man mal gesehen, sofort, als er da gestolpert ist, Deckung oben, Schadensbegrenzung, kann nichts passieren. Und Bakhtov, da setzt er natürlich nach. Schädel, der Bakhtov. 14 Niederlagen, allerdings auch 8 Mal vorzeitig abgerauscht. Knacken kann man schon. Für Milas ist es gar nicht schlecht, wenn er mal über eine längere Distanz da gehen muss. Gegen einen Gegner, gegen den er aufpassen muss. Also Spielchen machen sollte Bakhtov mit dem Milas nicht. Aufwärtshaken, kurz abgezogen, schön durchgekommen. Durchgegangen und er sagt, komm, mach mal weiter. Ja. Ganz so doll war es nicht. Da fängt er direkt nochmal an. Wenn er den Milas jetzt mal so richtig provoziert, dann legt er erstmal so richtig los. Also rundherum. Da geht er schweren Fußes in seine Ecke mit seiner roten Samthose. Der Dennis Bakhtov, aber nochmal Hut ab von 39 Jahren und macht doch nicht schlecht. Chancenlos natürlich, bislang in allen Belangen. Da war die Rechte drin. Ja, da schiebt er den Ellbogen ein bisschen nach, der Peter Milas. So, und dann hat er gedacht, er hat den Milas in der Ecke und dann dreht er sich einfach mal um und jetzt geht's da in so einem Augenblick dabei. Bakhtov auch ganz schön geschlossen. Also viel durchgegangen ist nicht. Runde 6, Round 6. Sechste Runde. Milas wurde 2015 Profi.
machte erstmal so richtig auf sich aufmerksam, als er im Fußüberweg Petko-Schütze den anderen Pesic krachend K.O. schlug. Dann hat er Petkovic gedacht, na gut, wenn der so stark ist, dann hole ich mir den mal in mein Team. Und nur drei kamen bislang über die Runden. Völlig überraschend, Toni Bilic, ein Sieg, 12 Niederlagen bis zum Zeitpunkt. Landsmann aus Split, Drasan, Janjanin aus Bosnien-Herzegowina und zuletzt auch Francesco Leta, der inzwischen seine Karriere beendet hat. Hätte mehr draus werden können, ist aber nicht. Hat er den umgestoßen. Barabas zählt ihn jetzt an. In meinen Augen war das jetzt kein Niederschlag, aber juckt den Faktor wird auch nicht groß. Gesessen, also mal schön zurückgetaumelt. Nochmal die linke. Und er wird immer schneller und immer aggressiver, der Peter Milac. Oh, die rechte. Nimmt er. Hat er auch einen kleinen Cut. Da auf der linken Seite und nochmal Links-Rechts-Kombination. Da kommt das Handtuch geflogen. Hallo, aus, Leute. Vollkommen richtige Entscheidung da vom Trainer von Denis Bakhtov, auch wenn er sich jetzt da aufregt. Er hat da eine ganze Salve harter und härtester Schläger kassiert. Und da muss ein verantwortungsvoller Trainer einfach mal einschreiten und muss sagen, aus Junge, du kannst den Kampf sowieso nicht mehr gewinnen. Und bevor du dir nach irgendeine schwere Verletzung holst, dann machen wir das Ding mal zu Ende. Und da muss ich sagen, Hochachtung vor der Ringecke von Denis Bakhtov. Denn viele der schweren Ringunfälle wären nicht passiert, wenn die Trainer genauso gehandelt hätten und rechtzeitig ein Handtuch geworfen hätten. Und Ingo Barabas geht dann auch noch dazwischen. Und ja, große Freude bei Milac, der von Anfang an hier die Sache klar beherrscht hat. Am Anfang locker flockig geboxt hat, dann hat er das Tempo angezogen und wurde immer stärker und immer ist das Ergebnis hier dieser Abo. Ja, und man kann auch wieder lachen. Er hat hier gezeigt, dass noch einiges in ihm steckt und er, da bin ich überzeugt, noch ein paar Jungen das Leben schwer machen wird. Sind ja nicht alle von der Klasse von Peter Milac. Ja, also in Kroatien, was das Schwergewicht angeht, da wächst da einiges heran. Und die Boxbegeisterung oder die Kampfsportbegeisterung in Kroatien ist ja eh riesengroß. Und mit dem Milac, da am Synchronjuwel, hier oben ein Cut über dem linken Auge bei Denis Bakhtov. Aber nochmal, kurzfristig eingesprungen, zwei Tage vor dem Kampf, die Klasse verkauft hier. Und könnte ich die anderen beiden, die da sich freiwillig zurückgezogen haben, weil sie gegen Milac nicht antreten wollten, weil ich Schnitte abschneiden, der Cyril Leonard und der Sergei Lerweko. So, jetzt gibt es im Ring dann ein Interview mit den kroatischen Kollegen. Da gibt es ein paar Ehrungen und dann geht es nachher weiter. Sieger durch TKO nach einer Minute und 51 Sekunden in der sechsten Runde. Gratulation, congratulations to Peter Milac!